Blub, blub, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Die Zwerge. Sorry, dass ich mich beim letzten Mal so aufgeregt habe, aber sowas finde ich halt scheiße, ne? Dieser Kampf ist echt bescheuert. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, aber es gibt keinen speziellen Trick, den ich übersehe oder sowas. Nein, man muss einfach nur den Magier töten. Ja, wie schön, wie einfach. Aber ich habe einen Plan. Und zwar, ich glaube, wir nehmen Jerun mit. Den will ich auf gar keinen Fall haben. Ich nehme Jerun. Wir nehmen Marschieren mit und dann tauschen wir aus für Horror? Ich glaube, den da. Wir nehmen das auf Q. Du nimmst auf jeden Fall die Heilung mit. Die werden wir brauchen. Am liebsten würde ich Ingrim daheim lassen. Der Klingensturm ist zu gut. Oink Oink ist zu gut. Lassen wir den Sprungangriff weg. Tungdil. Mehr Schaden. Ich glaube, das könnte uns auch was bringen. Was ist das? Man macht für kurze Zeit mehr Schaden mit allen Angriffen. Ich glaube, den mehr Schaden nehmen wir mit. Aber auch den Sprung. Ja, wir haben jetzt alle hier, ne? Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Could be, could not be. So, Andokai, heil mal. Erste Sache. Jetzt bin ich aber gespannt. Alle dahin. Also, würdet ihr bitte auf mich hören, Freunde? Das wäre voll super. So. Du marschieren in diese Richtung. Tungdil hat es dabei leider erwischt. Das ist nicht so geil. Vor allem, weil ich will, dass du was machst. Du. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man den hier gut besiegen können soll. Angeblich. Das war nicht so geil. Könntest du mal? Noch deinen Wirbelblödsinn. Ich glaube, du bist jetzt tot. Nein, bist du nicht. Kümmere dich um sie. Tungdil, alle auf den Magier. Also alle, die ich entbehren kann, müssen den Magier weghauen. Oh, haben wir ihn? Nee. Auf der Magier hin. Really, people, wo ist der Magier hin? Ich hatte den Magier gerade geschnetzelt. Ich sehe ihn nicht. Der muss aber irgendwo sein, ansonsten wäre der Ding nämlich nicht mehr da. Da ist er, okay. Jerun, kick ihn. Nee, das ist nicht geil. Das ist der Magier. Scheiße. Wo ist der Magier? Was denn? Ich sage, wenn ich bereit bin. Haltet ihr es für clever, mich hier da ist der Magier. Jetzt bin ich aber gespannt. Hey, die blöde Troller. Hey. Wie wäre es mit etwas Unterstützung hier? Nicht Jerun, bitte. Oh, und auch nicht Tungdil. Hat sich gerade voll geheilt und geht einfach drauf, ne? Das ist super. Dolles Spiel. Ne, das finde ich echt eine Scheißstelle hier. Das ist einfach nur Quatsch. Und ich kann ihn nicht umnocken. Aber Jerun kann zumindest ihn ein bisschen stunnen, was schön ist. Samusin, das ja, goodbye, ist dumme Troller. Ey, das ist so nervig. Hoffentlich kriegt Jerun den kleinen Penner tot. Hör auf, dich zu heilen, du Dreckstück von einem Blödmann. Wenn wir ihn da in die Ecke drängen, haben wir vielleicht eine Chance. Währenddessen dürfen die anderen aber nicht sterben, denn die brauche ich gleich noch. Ja, wenn der Typ erstmal tot ist, dann ist nichts mehr mit Gegnern. Abscheuliche Kreatur. Und wenn er sich einfach wieder voll heilt, der kleine Penner, ey. Und das permanent. Aber da kann er Jerun gerade nicht erwischen. Das ist gut für uns. Und weiter. Sehr gut. Mehr was Damage. Oink, oink, kleine Oink, oink mal ein bisschen. Dreh dich im Kreis. Hack sie alle um. Wenn nur die Maga down geht, I don't really care. Wir schlagen verdammt hart zu. Ach, hey! Oindil kann oink oinken. Du kannst dich erstmal zurückziehen, Chef. Oink, kleine Schweinchen. Angriff und weiter. Für Frakas. Was denn? Oink, oink, kleine Schweinchen. Ja, hack ihn um. Komm schon, haben wir ihn? Auf dich zu heilen, du Blödmann! Erledigt.
Scheiße, ich hätte Tungdil draufhauen lassen sollen auf den. Die! Yes, er ist tot! Yes! Okay, jetzt müssen wir nur noch Ende machen. Okay, einfach niederfokussen ist die Devise. Bei dem Blödmann. So ein Scheiß, ey. Also das war wirklich eine doofe Stelle, finde ich. Oink, oink, kleine Schweinchen. Du kriegst nicht mal einen Hinweis und gar nichts. I don't like it. Ja, ja. Nee, das war nicht so gut, der Angriff. Aber der wird umso besser. Okay, kriegen wir locker hin jetzt. Ich sollte Tungdil auch mehr als Buffer nutzen. Das Friendly Fire war nicht so cool. Kannst du mal in die Richtung laufen? Ja, guck das an. Awesome, das Marschieren ist gut. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Ist in Ordnung. Die Orks hören nämlich jetzt auf zu kommen. Und jetzt? Wir kriegen das hin, okay. Ich bin beruhigt, ey. Boah, war das nervig. Ah, aber wenn man weiß wie, dann geht der Kampf recht schnell. Das ist gut. Das war das letzte Hindernis auf dem Weg zu deinem Sieg, Tungdil. Ich habe es bereits gesagt, aber ich sage es erneut. Ich will den Thron nicht und wollte ihn auch nie. Mir geht es allein darum, das geborgene Land zu retten. Wenn ich es nicht schaffe, sorge du dafür, dass die Feuerklinge geschmiedet wird. Und versprich mir, dass du mit Namora und der Feuerklinge gegen Nordom ziehen wirst. Gandogar neigt sein Haupt. Bei Vrakas und Giselbart Eisenauge, in dessen Reich wir stehen. Ich schwöre, dass ich nicht eher ruhen werde, bis Nordom tot ist. Aber du wirst dabei an meiner Seite sein. Sehr gut. Endlich sind sie Freunde geworden. Oder beziehungsweise haben sie sich geeinigt. Ja, Tungdil wollte den Thron ja nie. Das wurde ihm ja nur aufgetragen, dass er den zu haben hat. Oder beziehungsweise zu beanspruchen hat. Ja, komm schon, Tungdil müsste auch Level 10 langsam sein. Okay, wir haben hier... Ja, ganz gut, Leute, auf Level 10. Warum auch immer du auf Level 10 bist. Wir haben Gandogar dabei, das ist sehr gut. Boindil, den Schadensbonus oder... Doppelt so viele AP, wenn er Gegner tötet. Nee. Ist beides irgendwie doof. Nehmen wir einen Schadensbonus. Okay, nehmen wir auch. Obwohl der von Tungdil besser ist. Ich hätte doppelte AP nehmen sollen. Ist egal. Ich glaube nicht, dass es so wichtig wird. Ist eh immer nur super, 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 super kurz. Also. Da muss man schon in einer guten Situation sein, um wirklich alle Gegner zu töten. Oder es wirklich 100% schon fast rundenbasiert machen. Sonst ständig jedem Befehle gibt und sowas. Das ist mir halt zu doof. Aber schauen wir mal. Das ist doch nicht wahr. Oh, die Viecher haben wir noch nie gesehen, oder? Ja, doch wahrscheinlich. Es sieht aus, als haben sich alle Oger. Scheusale des geborgenen Landes hier versammelt. Du holst tief Luft. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt aufzugehen. Das Tor zur Esche ist am anderen Ende der Halle. Schützt diejenigen, die für die Erschaffung der Feuerklinge wichtig sind. Wir anderen sind entbehrlich. Zum Angriff! Für das geborgene Land! Wenn ich wenigstens mit allen kämpfen könnte. Oik, oik, ich komme! Okay. Eigentlich haben sie das nicht so gemacht, aber ist okay, ist cool, es läuft. Ist in Ordnung, ich sag mal nichts dazu, vielleicht kommt das ja noch. Wieder mit Jeroen und ihr? War eigentlich ein gutes Team. Ja, komm. Sind eh alle verletzt, erstmal läuft. Du oink, oink, oink mal. Kleine Schweinchen. Ja? Okay, heil dich mal ein bisschen hoch. Für Vrakas. Die Mager wird uns mal ein bisschen hier aus der Patsche helfen. Kreatur. Oder nicht und tötet Tungdil, das ist auch cool. Was denn? Jeroen. Er hat sich ja kaum gewehrt. Und ich hab nicht mal ernst gemacht. Oh, Jeroen ist so hardcore, ey. Okay, sehr gut. Warum immer auch die da? Okay. Leider hat Boindil nicht mehr den Kram. Boink, boink, kleine Schweinchen. Deswegen, Tungdil, du gehst mal da hoch. Ist der Einzige, der noch springen darf. Finde ich doof, dass man nur drei Fähigkeiten haben darf, aber ich meine, wenn sie es unbedingt so brauchen. Okay, Jeroen, es wäre schön, wenn du kämpfen würdest. Da nur stehen, bringt uns nicht weiter. Bondal, könntest du mal... Ja, Bondal ist doch gar nicht da, Boindil. Oh, damn, ja, gegen den ist ein bisschen scheiße. Alleine. Chef. Das geht noch nicht.
Ist nicht so gut von deiner Seite aus, Jeroen. Und weiter! Maga, du kannst nicht heilen. Das ist ziemlich und shit und er kommt nicht weg. Okay, Boydil ist tot. Er hat geschummelt. Das war asozial, der hat wirklich geschummelt. Wie die den einfach weggeschubst haben in den Abgrund, so ein Scheiß. Ich meine, ja, das kann ich auch machen, aber das war gemein. Und ich hab's nicht gesehen, nicht früh genug. Dass ich noch irgendwas hätte unternehmen können. Ja, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Wir haben den anderen Kampf geschafft, den hier schaffen wir auch. Ich soll die Leute ein bisschen mehr zusammenhalten, denke ich. Damit auch die Maga besser heilen kann. Wir brauchen die Heilung. Sehr. Hm? Vielleicht bringt's was. Okay, Maga, go. Okay. Du heilst alle. Weißt du was, Tungdil? Geh direkt mal da hoch und mach die Typen kaputt. Sofort! Abscheuliche Kreatur! Damit wir die gleich los sind. Die Pfeile sind nämlich echt nicht schön für uns. Erledigt. Okay, down. Zurückspringen. Alle buffen. Ja, zumindest die du buffen kannst. Magie braucht ihre Zeit. Okay, sehr gut. Du hast dann kurz deine Ruhe. Du kannst dich heilen. Du heilst dich auf eine andere Weise. Und hackst da ein bisschen drauf los. Und weiter. Abscheuliche Kreatur. Haltet ihr es für clever, mich hier Maga. Hör auf zu sterben. Das ist scheiße. Ich sehe halt nichts, ne? Die Kamera ist mal wieder mega gut. Ah, hier geht's rund. Tungdil, ich würde sagen, du haust da mal ab. Komm hier hin. Abscheuliche Kreatur. Ja, das hat überhaupt keinen Schaden gemacht, das war super. Hat die Maga mal wieder richtig was gerissen. Okay, das ist sehr gut. Mach du das. Unsere Maga versucht das hier bitte nochmal. Und ich habe nicht mal ernst gemacht. Okay, es macht ihm leider nicht so viel Schaden. Tungdil. Das ist nicht wirklich gut. Und jetzt? Coindil dahin. Jeroen kann was gegen ihn ausrichten. Ich habe alle Einzelfähigkeiten so ziemlich weggehauen. Oh ja, jetzt können wir ihn weghacken. Was für eine Zeitverschwendung. Geil. Sehr gut. Ist er tot? Ist tot. Okay, das haben wir. Das haben wir diesmal gerissen. Sehr schön. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber her, im positiven Sinne. Tor erreicht. Ach, wir müssen zum Tor. Okay. Ich sollte vielleicht vorher mal gucken, was wir machen müssen. Jeroen, hack die einfach mal um. So, guck. Und jetzt einfach zerhacken. Und gleich Ruhe. Schluss damit! Du gehst einfach hinter Jeroen her, das passt schon. Also gut. Das wird jetzt okay. Nicht hinterher springen, bitte. Wenn ihr da drin landet, wird das nicht gut. Da hinten ist das Tor, okay. Die Frage ist, kommen die unendlich oder nicht? Wenn sie nicht unendlich kommen, bin ich voll dabei. Wenn sie unendlich kommen, dann weine ich gleich. So, nochmal jemand tot. Und ich habe nicht mal ernst gemacht. Sehr gut, das ist tot. Und weiter! Ich komme nicht da hinten hin, ne? Shit. Sie kann halt nicht so gut kämpfen wie die anderen. Warum greift denn keiner an, Freunde? AI, maybe? Something? Jetzt bin ich aber gespannt. I don't know. Wirklich? Ich meine, sie heilt sich ja auch selbst, eigentlich. Sollte sie zumindest. Das ist gut. Allen schon mal Schaden machen, vielleicht noch ein paar ins Loch hauen. Ich glaube, das machen wir noch ein bisschen weiter von hier aus. Das ist so richtig schön assi und unfair. Ich frage mich, warum sie sich nicht wirklich voll heilt. Also gut. Zwischendurch. Das sollte sie doch. Und das ist ja auch noch vielleicht so ein Penner. Bringt's was. Was für eine Zeitverschwendung. Dead. Wenn's sein muss. Gehen wir nochmal hier hin. Gönnen uns nochmal ein Heal. Vielleicht den anderen was. Auch. Gleichzeitig alle dahin ziehen. Ein paar sind in den Abgrund. Awesome. Genau das wollte ich. Damit machen wir uns den Kampf einfach mal ein bisschen wenn's einfacher. Ich meine, warum nicht? Warum sollten wir das nicht tun? Ja, da geht's runter in den Tod. Also gut. Wie sie alles zerstört haben, die gierige Bande, ey. Versuch's mal hier hin. Und ich hab nicht mal ernst gemacht. Sehr gut. Wieder einen in den Tod geschmissen.
wir könnten gucken, dass wir das jetzt sogar schon schaffen, aber... Oh, wie sie mich gerade noch so weggeschubst hat, die Drecksau. Wenn's sein muss. Vielleicht bringt's was. Damn it. So eine Seuche. Okay, wie kommen wir jetzt darüber, ist die Frage. Hier oben? Ja, hier oben. Wir müssen da oben durch. Was denn? Ich wäre gern voll geheilt, bevor wir da lang gehen. Vielleicht bringt's was. Den mache ich jetzt noch kaputt. Was? Es war doch genau richtig. Der scheiß kleine Bogenschütze, der wird mir noch die ganze Zeit auf den Sack gehen. Ich will den loswerden, Leute. Ich sage, wenn ich bereit bin. Chancenlos. So, dead. Es gibt nur noch da oben irgendwo einen Bogenschützen. That's it. Okay, gut geheilt. Wenn sein muss. Jetzt bin ich aber gespannt. Also gut. Und weiter geht's. Ja, Boeing-Deal, schön. Du kannst leider mehr springen, was ein bisschen doof ist. Aber du kannst oinken. Oh, das ist nicht so geil. Erledigt. Das war vielleicht auch nicht so klug, dass ich ein bisschen stärker gemacht habe noch. Nice. Heilen. Boeing-Deal, würdest du bitte weitermachen? Danke. Das war nicht so gut. Oink, oink, kleines Schweinchen. Das ist so gut, wenn Boingy den Ingrimsch raushängen lässt. Oh damn, das könnte jetzt eklig werden, wenn die Maga nicht heilt. Okay, Maga, mehr davon. Abscheuliche Kreatur. Sehr gut, und damit ist das Ding tot. Das ist keine Chance mehr. Spüre meine Macht. Hat sich ja kaum gewehrt. Ah, oh, super. Jetzt ist schön, wenn ein Plan funktioniert, ne? Okay. Chancenlos. Oh Gott, nicht Boindil da runterschmeißen, bitte. Und dead. Dead. Nächster. Ja, wir haben alle gekillt. Ich weiß gar nicht, ob man dafür auch extra XP bekommt. Ich hätte eigentlich auch durchrennen können, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob die Maga nicht mittendrin einfach gekillt worden wäre. Und das wäre wieder verlustig gegangen alles. Sehr schön. Komplett heal. Awesome. Erledigt. Dead. Weiter geht's. Awesome. Oh, so schön, wenn es funktioniert. Es lässt sich nicht öffnen. Nein. Nicht ganz so heroisch, wie sie im Buch beschrieben wurde, aber ja. Es wäre Zeit für einen Plan, Gelehrter. Mhm. Genug! Es reicht! Not on. Öffnet das Tor. Ich halte ihn auf, solange ich kann. Zurück, ihr Maden! Sie gehören mir! Das ist nicht Nordom. Das ist... Rodario. Es spielt keine Rolle. Das Tor ist verriegelt. In die Schmiede! Schnell! Oh ja, Leute. Mega! Das Vergieselbad Einauge. Ja, und die Szene mit dem mit Nordom hätte eigentlich direkt kommen sollen. Und wir hätten gar nicht kämpfen müssen. Oder zumindest erst am Ende, damit wir das Tor halten. Und dann war's das. Werden uns nicht dahin kämpfen müssen eigentlich. Du erkennst den Zwerg, der in schimmernder Rüstung vor dir steht. Denn auf dem Weg durch das Reich der Fünften hast du mehr als einmal seine in Gold und Frakasium getriebenen Züge an den Wänden prangen sehen. Giselbart Eisenauge, der Stammvater der Fünften. So cool! Ich grüße euch, wer immer ihr auch seid. Ich hoffe, euer Auftauchen bedeutet Gutes. Du blickst auf die 10 Zwerge mit ihren bleichen Gesichtern, deren Augen leicht abwesend wirken, als befänden sie sich in Trance. Sie tragen herrlich gearbeitete Rüstungen und die Entschlossenheit, die Vrakas seinem Volk mitgegeben hat, ist von jedem Antlitz abzulesen. Oh, so gut, Leute, so gut. Ich hoffe, hier kommt sogar noch eine Sache raus, die ich sehr cool finde. Ja, das mit Not On war ein Trick Rodarios, aber normalerweise hätten in dem Weg hierhin, auf dem Weg, eine riesige Halle sein müssen.
Und dort überall Zelte und so ein richtiges Armeelager, weil die hier unter Belagerung standen, die paar Zwerge, die sich zurückgezogen haben. Und da hätte uns Rodario durchhelfen müssen praktisch. Naja, ist ja nicht schlimm, ist keine große Änderung, aber ich wollte es nur erwähnt haben. Gut, mal gucken, was hier jetzt noch bei rumkommt. Ihr seid es wirklich, oder? Wir sind die Letzten der Fünften. Wir trotzen den Horden des Bösen seit dem Niedergang meines Reiches. Damals fielen wir gegen die Albe und wurden durch das tote Land zurück ins Leben gebracht. Doch anstelle ihm zu dienen, stellten wir uns gegen es. Wir zogen uns zu Esse zurück, dem Heiligsten, was unser Stamm besitzt, und verteidigten sie für 1000 Zyklen. Aber es ist nur ein kleiner Sieg nach einer großen Niederlage. Für 1000 Jahre haben sie verteidigt. Ach nee, es war 1000 Jahre her, nicht 6000 Jahre. 6000 Jahre ist das Land alt. Sorry, da habe ich im letzten Part was, oder in diesem, was Falsches geredet. Nein, nein, es ist 1000 Jahre her. Oder im vorletzten war es, glaube ich. 1000 Jahre, dass sie gefallen sind. Und ihr verspürt keinen Hass gegen andere Zwerge oder alles Leben? Du bist dem alten König und seinen Männern dankbar. Aber du hast erlebt, welche Macht das tote Land auf jene ausübt, die es einmal in seinen Fängen hat. 1100 Zyklen reichen aus, um den Hass in sich zum Schweigen zu bringen. Du blickst dem legendären König ins Gesicht und kannst keine Lüge erkennen. Doch auch keine Freude, keine Hoffnung, kein Leben. Nur Traurigkeit und den unbändigen Trotz der Zwerge. Und das fand ich so gut einfach. Das ist so super. Ja, sie haben den Hass in sich überwunden, Leute. Über 1000 Jahre haben sie gebraucht, also haben nicht so lange gebraucht, aber hatten sie Zeit, um praktisch die Macht des Toten Landes von sich abzuschütteln. Mit ihrem, einzig und allein mit ihrem Trotz. Das finde ich so cool. Ich danke euch für die Hilfe. Ohne euch wäre es das Ende unserer Reisegruppe gewesen. Lange beschränkten sich die Kreaturen darauf, uns zu bewachen. Doch seit einigen Sonnenumläufen versuchen sie, die Esse zu erobern. Eure seltsame Reisegruppe ist vermutlich der Grund für ihr Verhalten, oder? Wir sind Vertreter der Ersten, der Zweiten und der Vierten. Begleitet werden wir von unseren Freunden und der Maga Andokai der Stürmischen. Es steht schlecht ums geborgene Land. Die magischen Barrieren, die das tote Land Jahrhunderte in Schach hielten, sind zerstört. Ein Magus namens Not-On kontrolliert die Magie und er kann nicht getötet werden. Nicht mit einer normalen Waffe. Die Esse Drachenbrodem. Können wir sie entzünden? Nein. Aber nur in ihr können wir die Feuerklinge schmieden. Die einzige Waffe, die Not-On bezwingen kann. Die Esse kann nicht entzündet werden, weil sie nie erloschen ist. Sie brennt heiß und hell wie immer. Vrakas muss gewusst haben, dass wir sie eines Tages noch dringend brauchen würden. Legt euch hin und ruht euch aus. Das Portal wird nicht fallen. Dafür sorgen wir. Genehmigt euch so viel Schlaf, wie ihr benötigt. Und dann macht euch ans Werk. Ich glaube, es dauert viele Tage, bis die Waffe fertig sein wird. Wenn ich mich recht entsinne. Also wir werden hier noch lange Zeit verbringen. Allerdings im Game wird das wahrscheinlich wieder gekürzt werden, gehe ich von aus. Fast alle sind Level 10. Es fehlt nur noch Andokai, Balindis und Jerun und that's it. Alle anderen sind Level 10 schon. Cool. So, Tungdil. Macht. Die Wucht von Tungdils Angriffen und, Aktionen und Angriffen steigert sich für kurze Zeit erheblich. Sehr nice. Anführer habe ich doch schon. Okay, komisch. Das war ein komischer Anzeige-Bug. Überzeugen. Rodario redet auf seine Feinde ein und kann sie überzeugen, auf seiner Seite weiterzukämpfen. Nice. Er ist echt gut. Die Säurewolke war übrigens auch, diese Bombe war auch ein Mittel gegen den Magier, der genannt wurde. Oder das genannt wurde. Der, das. Und sie kann auch überzeugen. Oder sie kann Schattentod machen. Erscheint hinter einem Gegner und fügt ihm Schaden zu. 50% Wahrscheinlichkeit, zum nächsten Gegner zu springen. Bis zu 10 Gegner. Das ist nice. 10 Gegner mit 1000 Schaden sind 10.000 Schaden oder halt 11.500. Das ist super nice. Ich bin mir aber nicht sicher, ob überzeugen nicht besser wäre. Ihr fehlt hier auch einer, ne? I don't know. Ich denke mal, der Schattentod wäre besser.
Vorgas hat den Granatenwerfer. Vorgas feuert Granaten ab, die beim Aufschlag explodieren. Naja, nett, aber nicht wirklich viel Schaden. Aber Vorgas ist ja auch nicht wirklich ein Kämpfer. Ich hatte gewundert, dass er so lange überlebt hat. 1265 XP. Damn, deswegen sind alle so weit oben. Ja. Gäumgar ist tot. Es war eigentlich sehr heroisch im Buch beschrieben, wie er seinen König verteidigt hat mit seinem Leben. Wie dann der Schild unter dem Schlag oder bei dem Schlag runtergerutscht ist, den er eigentlich vor seinen Körper gehalten hat und den komplett schützte. Und die Klinge, die geschlagen wurde, ist dann an dem Rand des Schildes, dem oberen Rand, entlang geglitten und hat ihm dabei den Kopf abgeschnitten. Also, ja, er wird zumindest nicht mehr wiederkommen, auch nicht durch das tote Land. Und zumindest das ist doch sehr gut. Und das ist Rodario, ne? Ja, ich glaube, er wurde auch verletzt eigentlich, als er not on war. Also, als es ihn so gespielt hat. Oh, schaut euch die Esse Drachenbrote mal an, wie genial. Super cool. Okay, wir speichern hier. Denn ich will nicht, dass es einfach irgendwie weitergeht, ohne dass wir uns das alles angeguckt haben. Das lassen wir jetzt auch noch drin. Beim Anblick der untoten Zwerge, die euch gerettet haben, wirst du melancholisch. Du wusstest, dass es keine lebenden Fünften mehr gibt. Doch dass sie die letzten 1000 Zyklen als Untote zubringen mussten, macht diese Wahrheit noch schmerzhafter. Ja, in der Tat. Wir erfahren das noch. Hallo, kein Rodario? Ihr seid sehr gründlich, ehrenwerte Mager. Ich hätte den Ork bitten sollen, mich auf den Mund zu treffen, damit ihr mich mit euren Lippen zurück ins Diesseits hättet küssen können. Holde Jungfrauen küssen nur tapfere Krieger. Ein Schauspieler kann vieles sein, auch ein Krieger. Das ist wohl wahr. Aber dein Gemächt hat mir zu viele Schlachten im ganzen Land geschlagen, als dass ich dem Träger vertrauen könnte, dass er nicht die Seiten wechselt, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Bleib bei den Frauen, die dich verehren, großer Junge. Du schmunzelst. Es scheint, Rodario ist wohl auf. Um ihn musst du dir keine Sorgen machen. Ja, das hat sie aber gut erkannt. Du bist lange mit Jerun gereist, doch weißt du immer noch nicht, was sich hinter der Maske verbirgt. Je länger du ihn betrachtest, desto mehr glaubst du, ein schwaches Leuchten hinter dem Stahlgesicht zu sehen. Ja, da gab es auch ein, zwei Szenen leider nicht, wo er das richtig gesehen hat. Du klingst, als ob du es wüsstest. Als ich noch klein war, erzählte mir meine Mutter von einem Wesen. Dem König unter allen Geschöpfen Tions und Samusins. Es ringt mit den Starken und vernichtet die Schwachen und Unfähigen. Seine Augen sollen blau-violett leuchten und sein Anblick reicht aus, um die Schwächsten davonlaufen zu lassen. Alle fürchten ihn, den Sohn Samusins. Du bist dir nicht sicher, ob sich die Mage einen Scherz erlaubt. Würde sie wirklich mit dem Sohn ihres Gottes reisen? Mit einem vielsagenden Lächeln lässt dich die Mage allein. Das war aber die Stimme von Balindis, das war sehr komisch. Und ich meine auch, hat er das nicht Balindis zu ihm gesagt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da ist Bavragor. Boindil. Der König. Vorgas. Balindis. Gibt nicht mehr viel anzugucken. Wir schauen uns erstmal alle Sachen an und dann können wir mit den Leuten reden. Hier konnten etliche Schmiede gleichzeitig an Meisterwerken der Schmiedekunst arbeiten. Die Fünften galten immer als die besten Schmiede. Und du kannst dir kaum vorstellen, was auf diesen Ambossen an legendären Werken geschaffen wurde. Genial einfach. Die heißeste Esse im geborgenen Land. Drachenbrodem. Das Feuer soll von dem Drachen Branbausil stammen, der von den Fünften gejagt wurde. Du bist froh, dass ihr keinen Drachen auf eurer Reise bezwingen musstet, obwohl du jemanden kennst, den die Aufgabe gereizt hätte. Ja, normalerweise haben sie auch zuerst nach dem Drachen gesehen, bevor sie zur Esse kamen, weil sie halt auch davon ausgegangen sind, dass die Esse ausgegangen ist. Und der Drache, der diese Esse entzündet hat, ist zwar tot, aber seine Gefährtin lebt in einem Lavasee, oder wie sich herausgestellt hat, lebte dort. Und ich hoffe, damit nehme ich nichts vorweg. Ansonsten hört bitte weg. Aber die lebt in einem Lavasee. Und der ist auch hier bei den Fünften, weil sie nach dem Tod ihres Gefährten dorthin geflüchtet ist. Und ja, es hat sich dann herausgestellt, dass die Orks sie schon lange geschlachtet haben. Und dass sie dort auch kein Feuer mehr bekommen konnten. Deswegen war das eine sehr, sehr positive Überraschung. Ein großer Abzug, der sich wohl durch den ganzen Berg schlängeln muss, um den Rauch aus der Esse nach draußen zu leiten. Ja, okay. Das ist okay. Ein großer Abzug. Ja, super.
Wollte ich gar nicht hinklicken. Ja, nur das am Rande mit dem Drachen, weil im Buch machen sie eigentlich noch eine Zwischenstation vorher. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir mit den Leuten reden, wir können aber kurz das Tor angucken. Ich glaube, das fehlt noch. And that's it. Auf der anderen Seite des Tores ziehen sich die Horden Tions langsam zu einem organisierten Heer zusammen. Ihr müsst euch beeilen, damit die Orks hier nur eine leere Esse vorfinden, wenn sie angreifen. Das schaut so gut aus. Ja. Ich würde aber sagen, das Reden übernehmen wir im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play die Zwerge. Tungdil und seine Freunde müssen sich jetzt darauf vorbereiten, die wohl mächtigste Waffe im geborgenen Land zu schmieden. Und deshalb lassen wir ihnen erstmal die Ruhe, nicht wahr? Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst mir Kommentare und Bewertungen da. Ich freue mich auf euch. Tschüss!